Sie schon wieder. Noch ein Bier? Erstmal eine Bulette. Eine was? Eine Schrippe tut's auch. Dann haben zu essen. Die Küche ist zu, es ist nach 9 und ich... Sie sind ganz alleine und stehen schon den ganzen Tag auf dem Bein. Tun Ihre Füße weh? Solides Schuhwerk ist wichtig, vielleicht das Wichtigste, sagt man im Felde. Schützt einen auch nicht davor, totgeschossen zu werden? Wenn ich das so sagen darf, wie Sie so vor mir stehen. Ein bisschen größer hätte ich euch Berliner Jungs schon erwartet. Gab es keine ordentlichen Mahlzeiten im Bauch, bevor sie euch in den Kampf geschickt haben? Ja, gewiss, ist nicht leicht, heutzutage eine ordentliche Mahlzeit zu bekommen im Krieg. Im Frieden. Tötken und Möpkenbrot gibt's heute nicht mehr. Hier, Brot und Butter, das war's. Ihre Kameraden da, die sehen auch nicht aus wie die langen Kerls des ach so großen Preußen. Wo sind denn ihre Riesen von Anno Dunnemals? Alte Geschichten von über 150 Jahren. Na, na, na. Ist doch noch gar nicht so lange her, dass die Franzosen euch geschlagen haben. In der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806. Die Frau hat ihre Hausaufgaben gemacht. 1806 war der Ruf der Preußen dahin. Lange vorbei die Zeit von Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig. Sein Vater war Friedrich III., der sich 1701 selbst zum König krönte und somit das Königreich Preußen erschuf. Eine starke Geste und wichtiges Symbol. Eine Klammer für diesen territorialen Flickenteppich. Doch er sollte nicht lange herrschen. Im Alter von 56 Jahren starb er an einem Fieber. Zurück zu seinem Sohn, dem Soldatenkönig. Der war ein Wonneproppen und aus anderem Holz geschnitzt. Er wuchs heran zu einem starken Kerl und als er die Thronfolge antrat, zu einem echten Reformer. Radikal war er. Der Regierungsantritt von Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1713. Wenige Monate nach dem Tod seines Vaters hat er dessen Hof umgekrempelt. Pragmatismus statt Prunk. Am preußischen Hofe führte er Sparmaßnahmen ein und investierte ins Heer. 4/5 des Staatshaushaltes kostet ihn die Armee. Mit einem Faible für lange Kerls sucht Friedrich Wilhelm I. die Männer nach ihrem Körperbau aus. Das war indes keine Marotte, sondern im Umgang mit damaliger Waffentechnik taktisch klug gedacht. Während Friedrich Wilhelm bis nach Frankreich hin den Ruf genoss, ein König wie ein Feldwebel zu sein, ein Soldatenkönig eben, verschaffte er seinem Land absurderweise eine Zeit der Stabilität und Ruhe, wie sie für die Geschichte Preußens beispiellos war. So schnell schießen die Preußen nicht, hieß es. Stattdessen waren die Preußen anderweitig fleißig. Die Bevölkerung wuchs von 1,6 auf 2,3 Millionen Einwohner an und die Wirtschaft blühte auf. Preußen propagierte Fleiß und Effizienz. Friedrich Wilhelm I. setzte sich für die Schulpflicht ein, für die Landesstruktur und legte die Basis für die Großmachtziele seiner Nachkommen. Und was für Nachkommen? Der Sohn von Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig, war Friedrich der Große. Der alte Fritz! Kommen Sie mir bloß nicht mit dem. Der alte Fritz, das war noch ein richtiger Herrscher. Ein Übermensch. Kampferfahren, gebildet, weltgewandt, musisch. Ach was, der war doch der größte Kriegstreiber von allen. 1740, zack, kaum an der Macht, schon in Schlesien einmarschiert. Mit der Armee, die sein Herr Papa ihm aufgebaut hat. Hunde, wollt ihr ewig leben? So hat er seine Soldaten angeschrien. Das war die harte Schule. Ja, sein Herr Papa hat ihn gedemütigt, gequält und, ja, hat seinen besten Freund köpfen lassen. 1744. In Böhmen ist ihr großer Friedrich einmarschiert. Er war Philosoph, Kunstkenner, Hundeliebhaber und hat sich eingesetzt für den Kartoffelanbau. 1756. In Sachsen einmarschiert. Mit 3 Kriegen, 3 Siegen hat ihr Philosoph und Kartoffelfreund Preußen in die Riege der Großmächte katapultiert. Na, was sage ich denn? Großartig. Großartig? Wahnsinnig. Der Schmerz sitzt tief. Tief in mir und tief in diesem Land, den Preußen schon so viele Söhne, Brüder und Gatten weggenommen hat.
Schon unter dem Soldatenkönig waren die westlichen Provinzen seines Reiches, unser Westfalen zum Beispiel, ein beliebtes Ziel, um Rekruten aufzutreiben. Dabei gingen Preußens Regimenter nicht zimperlich vor und entrissen die wehrfähigen Männer notfalls unter Zwang ihren Familien. Die preußischen Gebiete im Westen gehen übrigens zurück auf die Vermählung eines preußischen Herzogs mit der Schwester des letzten jülich-klevischen Herzogs im 16. Jahrhundert. Aus dieser Ehe ging Anna hervor. Anna von Preußen, die Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg heiratete. Aus dieser Verbindung mit dem Geschlecht der Hohenzollern gingen alle weiteren Herrscher Preußens hervor. Im Westfälischen Friedensschluss von 1648 fielen schließlich nicht nur Minden, sondern auch Magdeburg und Halberstadt an Brandenburg. Doch wuchsen die vielen Gebiete zusammen? Mitnichten. Westfalen war zu keiner Zeit eine Einheit, weder historisch noch kulturell und von den Preußen grundverschieden. Na, wenn sie nicht selbst schon einmal Preußen waren. Die fernen Herrscher scherte unsere Vielfalt nicht, wenn es darum ging, frische Leiber für ihre Armeen zu rekrutieren. Sie vergessen, dass einige Gebiete, Städte, Berufe in Westfalen ausdrücklich von der Rekrutierung ausgenommen wurden. Wir haben doch nicht nur Leid über euch gebracht, gute Frau. Mag sein, aber das ist eine andere Geschichte. In Wahrheit haben die Westfalen uns Preußen viel mehr zu verdanken, als sie zugeben mag.